Meinst du, die Besitzerin von dem Laden hat was mit dem Drogenhandel zu tun? Kann ich mir nicht vorstellen. Die sieht aus wie so eine liebe Mutti. An alle Einheiten am Südring. In der Turnhalle des Goethe-Gymnasiums wurde ein Leichenfund gemeldet. Was? Hier in der Schule? Scheiße. Tatjana Krüger, ich bin die Schulleiterin. Ich kann mir nur vorstellen, dass hier eins dieser schrecklichen Mino-Games schiefgelaufen ist. Ich habe die vor kurzem erst verboten und jetzt ist Tim tot. Was? Er lebt. Rettungswagen, Notarzt Nils. Sofort. Hey, hallo, kannst du uns hören? Hallo? Polizei ist hier. Gut, Nils, kannst du die Spurensicherung informieren? Die sollen sich auf jeden Fall mehr umschauen und auch hier die Schläger mitnehmen. Ja, bei mir. Er wird ins Marienkrankenhaus gebracht. Ich hab extra noch seinen Puls gefühlt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich mich da so irren konnte. Das kann in der Aufregung schon mal passieren. Machen sich keine Vorwürfe. Wichtig ist, dass er jetzt die Hilfe bekommt, die er benötigt. Zum Glück waren Sie so schnell da. Ja. Wie heißt denn Tim mit Nachnamen? Kowalski. Da fällt mir ein, Tims Mutter arbeitet in der Taverne. Hat die schon jemand informiert? Das machen wir gleich. Was können Sie uns denn noch über Tim sagen? Ein netter Junge, ruhig, bleibt meist für sich. Wie gesagt, seine Mutter arbeitet in der Taverne. Die hatte sie mit ihrem Mann vor 5 Jahren eröffnet. Der Herr Kowalski ist leider mittlerweile verstorben. Die Kids essen dort sehr gerne. Sie hat immer ein offenes Ohr für alle. Ist einfach die gute Seele der Schule. Verstehe. Gucken Sie mal. Erkennen Sie diese Person hier? Nein. Frau Kowalski? Ja? Stehler, mein Name. Von der Kripo. Mein Kollege Ritter. Ja? Polizei? Ist irgendwas passiert? Es geht um Ihren Sohn Tim. Er wurde bewusstlos in der Sporthalle des Gymnasiums gefunden. Bitte? Wie geht's ihm? Wo liegt er denn? Ich muss sofort zu ihm. Frau Kowalski, ganz ruhig. Er liegt im Marienkrankenhaus. Ja. Ich muss sofort zu ihm, aber in der Sporthalle. Was hat der in der Sporthalle zu suchen? Der hat doch gar keinen Sport heute. Frau Kowalski, bleiben Sie ganz ruhig. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber offensichtlich wurde er misshandelt und geschlagen. Was? Wer war denn das? Und was hat er gesagt? Das können wir noch nicht sagen. Er liegt im Koma. Mein armer Junge. Der hat es eh schon so schwer gehabt. Der wurde in der Schule gemobbt. Wissen Sie, von wem er gemobbt wurde? Nein, leider nicht. Der hat es mir mal erzählt, als er wütend nach Hause gekommen ist von der Schule. Aber wer es genau gewesen ist, hat er mir nicht gesagt. Die Schulleiterin hat gesagt, dass er eventuell an einem Mino-Game mitgemacht hat. Kennen Sie so ein Spiel? Ja, bei der letzten Elternversammlung, da haben wir darüber diskutiert. Normalerweise sollte es wohl ums Geld gehen, aber jetzt soll wohl auch der Verlierer Schläge bekommen. Und dann hat die Rektorin das wohl verboten. An dieses Verbot scheinen sich die Schüler aber nicht zu halten. Hat Ihr Sohn früher schon bei diesen Spielen mitgemacht? Ja, hat er. Aber der hat das so runtergespielt. Die Lehrer, die würden das so aufbauschen, hat er gesagt. Das Risiko hat er wohl unterschätzt. Ja, aber es tut mir wirklich leid. Also ich muss jetzt wirklich zu meinem Sohn. Kommen Sie jetzt bitte mit, ich muss abschließen. Bitte. Guten Tag. Hallo. Hallo, konnten Sie mit Tim sprechen? Weiß man schon, was passiert ist? Leider noch nicht. Er ist nie ansprechbar. Er hat ein Schädelhirntrauma. Es wurde ein farbiger Splitter in seiner Kopfwunde gefunden. Wir vermuten, dass es von diesen Hockeyschlägern stammt. Die wurden alle von uns beschlagnahmt und werden derzeit untersucht. Sie haben gestern erwähnt, dass Sie glauben, dass Tim Opfer eines Mino-Games geworden sein könnte. Wie kommen Sie darauf? Na, wegen der Halloween-Maske. Die ist doch immer dabei. Sag jetzt nicht, du kennst es nicht. Das ging doch erst viral. Ich erkläre es kurz. Also, ein Mädchen mit einer Maske läuft weiter vorn, ja? Ein paar Meter dahinter folgen die anderen Mitspieler. Und wenn das Mädel sich umdreht, müssen alle stehen bleiben. Derjenige, der sich zuletzt bewegt, hat verloren. So was spielen fast erwachsene Menschen? Ja. Und der Verlierer muss sich freikaufen. Entweder indem er den anderen Geld gibt oder indem er Prügel kassiert. Aber sowas Brutales wie das hier habe ich noch nie gesehen. Wer hat denn da mitgemacht?
Björn auf jeden Fall. Björn Arendt. Der hat das ganze Spiel überhaupt erst an die Schule gebracht. Und überhaupt, seit seine Mutter vor 2 Jahren gestorben ist, ist der Junge schwierig. Eigentlich hätte damals schon ein Schulverweis ausgesprochen werden müssen, weil er einen Schüler verprügelt hat und ständig geschwänzt hat. Ja, und wieso wurde er nicht verwiesen? Weil Björns Vater der Schule 5000 Euro gespendet hat und meinen Vorgänger beide Augen zugedrückt hat. Könnte es sein, dass Tim von Björn gemobbt wurde? Seine Mutter hat sowas angedeutet. Ja, das ging schon eine ganze Weile so. Wir haben natürlich versucht, es zu unterbinden, aber... Na gut, eine Frage habe ich noch. Wie konnte denn Björn nach Schulschluss mit den anderen Mitschülern in die Turnhalle kommen? Kann ich mir nur so erklären, dass Hannes ist Björns bester Freund und Sohn unseres Hausmeisters, dass er seinem Vater die Schlüssel vielleicht geklaut hat. Na gut. Ist das fett, Alter? Das habe ich heute früh gepostet. Leute, wir haben Besuch von der Polizei. Guten Tag. Stiller mein Name, mein Kollege Ritter. Wir sind von der Kriminalpolizei. Das sind Mara und Hannes. Was können wir für Sie tun? Bei eurem gestrigen Mino-Game wäre Tim fast ums Leben gekommen. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Was für ein Mino-Game überhaupt? Jetzt hör mal zu, wir wissen, dass ihr gestern dieses bescheuerte Spiel gespielt habt, okay? Du hast die anderen angestiftet. Und du hast dir von deinem Vater die Schlüssel für die Turnhalle geholt. Also, wer war noch dabei? Hä? Sag mal, kapiert ihr es nicht? Tim liegt im Koma. Der kämpft um sein Leben. Was? Wir haben ihn doch nur ein bisschen vermöbelt. Das war völlig harmlos. Tim hat verloren. Dann haben wir ihn ans Tor gefesselt und, naja, jeder durfte ihm eine klatschen. Wer denn noch? Der Jonas war noch mit dabei. Jonas Schneider. Dann die Larissa Kretschmer und Basti Rieker. Sebastian nehme ich an, ne? Mhm. Aber das war doch völlig harmlos, das war nur Spaß. Mit einem Hockeyschläger gegen den Kopf schlagen ist weder harmlos noch Spaß. Was für Hockeyschläger? Was soll der Quatsch? Björn, hast du Besuch? Und wem gehört das Auto in der Einfahrt? Mein Dad. Gut, dann würde ich sagen, geht ihr am besten mal und wir sprechen mit deinem Vater. Habt ihr nicht gehört? Ich schaue mich noch ein bisschen um. Wie, kein Tschüss, kein Hallo? Jungen Leute. Guten Tag, Ritter von der Kriminalpolizei. Wir haben ein paar Fragen an Ihren Sohn. Wie bitte? Was wollen Sie denn von meinem Sohn? Sie wissen schon, wen Sie vor sich haben. Wer kennt Sie nicht? Bekannt für spektakuläre Verfahren im Drogenmilieu. Ihr Sohn wird verdächtigt, Anstifter eines Mino-Games zu sein, das gestern Nachmittag in der Sporthalle des Gymnasiums außer Kontrolle geraten ist. Dabei ist sein Mitschüler Tim Kowalski schwer verletzt worden. Das ist traurig. Aber wieso kommen Sie auf Björn? In der Kopfwunde des Opfers wurde ein Splitter gefunden von einem Hockeyschläger. Und genau so ein Hockeyschläger fehlt in der Sporthalle. Und den hoffen Sie ausgerechnet hier zu finden? Naja, er hat ja schon mal Mitschüler verprügelt. Und Tim Kowalski gemobbt. Ach. Jetzt wird er schon aufgrund von Vorverurteilung ermittelt. Das ist ja interessant. Mein Sohn hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und wenn Sie ja weiterhin ohne Beweise ermitteln, wird das für Sie Konsequenzen haben. Das verspreche ich Ihnen. Wollen Sie der Schule wieder 5000 Euro überweisen? Jetzt werden Sie mal nicht unverschämt. 5000 Euro. Warum spendest du denen so viel Geld? Björn, ich muss mich nicht vor dir rechtfertigen. Warum hast du mir nichts erzählt? Björn, jetzt beruhig dich erstmal. Komm, lass. Björn! Björn! Musste das jetzt sein? Seit meine Frau vor 5 Jahren an Krebs verstorben ist, hat der Junge eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Und ich im Übrigen auch. Er ist mein einziges Kind, ich liebe ihn und ich will nur das Beste für ihn. Und da darf ich ja wohl von einem ausgebildeten Kriminalbeamten ein wenig Fingerspitzengefühl erwarten. Haben Sie das verstanden? Kein Hockeyschläger. Wer sind Sie denn? Wo kommen Sie denn her? Mein Kollege Stähler, auch ausgebildet. So, auch Kriminalpolizei. Jetzt reicht's. Ohne Beschluss haben Sie hier überhaupt nichts zu suchen. Und jetzt verlassen Sie mein Haus. Sofort. Da ist die Tür. Schönen Tag noch.
Man sieht sich.